Wir sind heute fleißige 67 Kilometer, glaube ich, geradelt durch Bosnien hindurch. Dann wieder auf kroatische Seite und jetzt sind wir in Zatan. Zaton. 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 So kurz vor Dubrovnik und da werden wir dann morgen auch ankommen. Das hier ist unsere Schlafstätte. Und wir kochen mal wieder. Und im Meer waren wir auch schon drin. So, wir haben soeben festgestellt, dass wir wahre Genies sind. Und zwar, wir haben ja selber einen Deckel gemacht hier in der TSG, dass da. Ja, und der Vorteil von dem Ding, also das ist mir jetzt erst klar geworden, das war ein Zufallstreffer, aber ein ziemlich guter, weil der Schlitze, dadurch, dass hier Feuchtigkeit aufsteigt, also Wärme, also, ja, Dampf. Dampf kondensiert daran und damit kann ich quasi die latente Wärme nutzen, die dann da frei wird. Also der kondensiert da dran, der kondensiert aber nicht nur an dem Ding, sondern eben an dem Topf direkt. Und damit kann ich die latente Wärme, die frei wird bei der Kondensation, an den Topf oben abgeben. Und das ist unglaublich viel effizienter, als wenn es wäre, wenn es halt keine Schlitze hätte. Weil dann das Wasser direkt an dem Topf kondensiert und nicht an dem Metall drunter. Und dann hätte ich nämlich wieder Wärmeübergang und da hätte ich Luft dazwischen alles und das bremst. Ja. So viel zum Thema. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber es hört sich gut an. Auf jeden Fall können wir hier zwei Töpfe übereinander stellen. Und das finde ich cool. Noch viel mehr. Da unten drunter ist indisches Curry. Als ich in Deutschland losgefahren bin, hatte ich ein paar Flip-Flops. Die waren auch ganz gut, hat alles super gepasst. Das sind diese hier. Da habe ich dann leider einen verloren auf dem Parenzana, weil es so ruddelig war und der war dann weg. Dann ist der hier ein bisschen kaputt gegangen, den habe ich jetzt repariert mit einem Bierdeckel, damit es nicht dauernd da durchzieht. Und habe dann einen anderen gefunden am Strand, einen schwarzen. Hatte ich eine Zeit lang zwei verschiedene, dann ist der auch kaputt gegangen. Dann habe ich einen blauen, diesen hier. Der ist jetzt aber durchgebrochen, also da bin ich eine Zeit lang mit zwei Rechten gefahren und jetzt habe ich gestern den hier gefunden und ja, jetzt ist der leider auch schon wieder kaputt. Jetzt habe ich, also ich versuche durchzukommen, ohne irgendwo Flipflops zu besorgen, das versuchen wir jetzt mal. Jetzt habe ich den weggeschmissen, jetzt fahre ich hier um die Kurve und denke mir so, ich habe keinen Flipflop mehr und was liegt da? Ein neuer Flipflop. Super, es ist natürlich wieder ein Rechter, ich finde irgendwie nur Rechte. Muss ich ja wieder mit zwei Rechten rumlaufen, mal schauen. Aber der sieht noch richtig gut aus. Natürlich könnte ich jederzeit in den nächsten Laden laufen und mir für 2 Euro Flipflops kaufen. Das wäre nicht das Problem. Absolut gar nicht. Aber irgendwie hat sich daraus eine Art, ja weiß ich nicht, Challenge entwickelt, dass ich der Melli zeigen würde, dass ich mir keine Flipflops kaufen muss. Entstanden ist das Ganze mit den Flipflops eigentlich, weil wir den ganzen Tag an Straßen entlang fahren und sehen, was alles weggeschmissen wird, was für Müll, was vielleicht auch teilweise aus dem Autofenster aus Versehen fliegt, so keine Ahnung, Kinder, Kopfkissen, was weiß ich, aber was auch einfach mutwillig rausgeworfen wird. Und dann gibt es da halt auch jede Menge Flipflops und so weiter. Und um was für die Nachhaltigkeit zu tun, nehmen wir natürlich auch das ein oder andere Pfand mit und schmeißen Müll weg, so viel wie wir können. Und ja, dann ging das irgendwie mit den Flipflops los. Und einmal war einfach nur zufällig einer kaputt und dann gesagt, ja gut, machen wir das so. Und es ist natürlich super nachhaltig, einfach sich nicht die nächsten besten China-Flipflops zu kaufen, sondern irgendwas nachzunutzen, solange bis es wirklich kaputt ist und dann wegzuschmeißen. Dubrovnik!
Da oben waren wir gerade. Wir sind rumgeflogen. Wir werden uns die nächsten Tage wo befinden, wo es nichts zum Einkaufen gibt, beziehungsweise nur relativ weit entfernt. Und deswegen haben wir noch mal kurz zugeschlagen beim Dumpster. Und das war eine der besten bis jetzt. Die Sachen sind super gut gekühlt, es ist total im Schatten. Die sind echt richtig kalt, wir waschen jetzt wieder alle ab und schauen, dass wir alles verstauen. Und es gibt nur eine Sache, die uns vor ein unlösbares Problem stellt. Das da haben wir auch gedumpstert. Wir werden natürlich nicht alle mitnehmen, es geht gar nicht. Aber die sind richtig gut, wir sehen uns schon sehr lange nach Saft. Davon werden wir wahrscheinlich jetzt jeder einen exen und dann den Rest mal gucken. Ich weiß selber noch nicht. Okay, es schaut ganz gut aus. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber das Packsystem ist das folgende. Unten kommen die stabilsten Sachen rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Äpfel. Die sind alle so geschichtet, dass sie komplett eben sind. Dann kommt zum Beispiel meine Badehose als Polster. Und dann kommt die zweite Schicht. Das sind jetzt Zucchini. Die werden auch so geschichtet, dass sie komplett eben sind. Dann kommen wieder ein Polster. Das wären jetzt hier zum Beispiel, das sind unbenutzte Tüten. Die haben wir immer dabei. Weil Tüten kann man immer für alles Mögliche brauchen. Wasserdicht, irgendwas zu verpacken oder irgendwas, was hilft, auch reinzutun. Das würde jetzt da oben drauf kommen. Dann kommt die nächste Schicht. Hier zum Beispiel die Gurken. Und wie gesagt, also guck dir das mal an. Das sind einwandfreie Lebensmittel, die wir hier haben. Und es ist so traurig, dass man da alles wegschmeißt. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir es retten können. Und ganz oben kommen dann auf der letzten Schicht zum Beispiel immer was, was wir an dem Tag zum Mittag essen, damit wir einmal nur die Haube runter machen. Hier zum Beispiel Tomaten. Die Tomaten werden heute Mittag mit Öl und Essig gegessen und dazu Brot und so weiter. Dubrovnik liegt im Süden Kroatiens, direkt an der Adria in der Region Dalmatien. 1979 erklärte man die gesamte Altstadt zum Weltkulturerbe. Sie ist von einer massiven Steinmauer umschlossen, die im 16. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Besonders beeindruckend sind die historischen Baudenkmäler aus dem Mittelalter, dem Barock- und Renaissancezeit. Bekannt und ein beliebter Treffpunkt sind zum Beispiel der Onofrio-Brunnen, der städtische Glockenturm oder der Palast. Die Altstadt ist autofrei, mit Ausnahme einiger Anwohner und des Lieferverkehrs. Nachdem wir also die wunderschöne Altstadt durchquert haben, ging es für uns weiter durch die verwirrenden Einbahnstraßen. Als nächstes steuerten wir den Mikulici Nature Park an, der kurz vor der Grenze zu Montenegro liegt. Bis dahin waren es noch 40 Kilometer, lustiges Bergauf- und Bergabfahren und immer mal wieder Höhen bis auf fast 400 Meter. Sehr steil. Es sind 32 Grad im Schatten, gemessen unten an meinem Fahrrad, unterhalb der Fronttasche, wo keine Sonne hinkommt. Oh, aber wir sind bald oben. Schon auf 122. Ach, jetzt. Oben. So, es waren jetzt 200 Höhenmeter. So, jetzt geht es alles wieder runter hier. Wir haben mal wieder richtig krasse Sachen gemacht. Irgendwo da hinten. Jetzt sind wir heute hergekommen. Jetzt geht's noch irgendwie 25 Kilometer oder sowas weiter. Die knappen 200 Meter, die wir gerade hatten, fahren wir jetzt alle wieder runter, um sie danach wieder hochzufahren auf 300. Es ist schon 5:30. So, ich glaube, jetzt beginnt das Massaker. Ja, habe ich gesagt. Das Massaker. Boah. Oh, Alter. Krass, hä? Wir sind wieder auf 182. Es muss brennen. Sonst war es nicht richtig. 200. Oh. Die Hälfte. Wir haben rausgefunden, dass es nicht 300 sind, sondern 400, auf die wir müssen. Das macht Spaß. Wir haben jetzt sowieso schon um die 500 runter. Nochmal 400 drauf. Sind, ja, viele. Plus 35 Grad. Puh. Plus extra viel Dumpsterfood. Aber es lohnt sich. Man muss sich nicht beklagen, sonst würden wir es nicht machen. Wir sind schon auf Höhe der Wolken. Krass. Ja, da müssen wir hin. Wir haben es fast. Boah.
Ich glaube, wir sind oben. Oh Gott. Fast 380. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Berglein her. Es ist so krass. Echt. Wir haben heute fast 800 Höhenmeter gemacht, kumuliert. Und du denkst immer, du bist schon richtig am Ende, du bist so richtig fertig und es geht nichts mehr. Und dann gibst du dir eine Minute und denkst dir, nein, das war's noch nicht. Und du machst nochmal 300 Höhenmeter, das ist so krank. So krank, ja. Okay, jetzt Endspurt. Lass uns die letzten Meter noch ja. machen und dann... Yeah, exactly. Nice to meet you. Marco, James. Hi. Nice to meet you. How are you doing? Where have you come? Take care. Camera. Yeah, nice. You're going on a long journey. Yeah. We do so. Where have you come from today then? 20 kilometers before Dubrovnik. Yeah. Oh, okay. Somewhere, Zaton something. Seit gestern Abend sind wir bei Marco im Mikulici Nature Park. Das ist quasi sein Garten, der aber riesig ist. Ein bisschen oberhalb auf dem Berg. Alles. Und noch viel mehr. Und dann geht es noch da hoch und so. Und hier können wir hier zelten. Hier bleiben wir auch ein paar Tage. Es gibt Tische und Stühle aus Bierbänken, aus Bierkästen und so. Und richtig super. Und der hostet hier immer wieder Radreisende und andere Reisende, die hier durchkommen. Da kann man bei ihm schlafen. Hier umsonst schlafen. Genau. Das ist richtig toll. Marco ist schon über 80, wohnt da unten in zwei kleinen Häuschen. Hier wohnt der James. Ja, voll süß. Er hat genau denselben Holzvergaser wie wir auch. Wer nicht weiß, was das ist, guckt sich mal unsere Motorradblogs an und Filme. Da waren wir eigentlich nur mit bis Bulgarien runter, Rumänien, alles nur im Holzvergaser unterwegs. Und haben da drauf gekocht. Das haben wir uns aber jetzt bei der Reise dagegen entschieden. Genau, das war damals nur Hängematte, Holzvergaser, hat gar kein Zelt dabei und sonst auch nichts. Da stehen auch schon unsere Räder. Wir sind hier im Büro und müssen gerade noch auf die Sonne warten, weil hier gibt es keinen Strom, sondern nur Solarstrom. Hier drüben. Und wenn die Sonne jetzt gleich hier rumkommt, dann haben wir gleich Saft, weil wir sind, wie ich schon gesagt habe, in der Gegend, wo es nichts, gar nichts gibt. So. Es gibt nur fließend Wasser zum Glück. Und hier hinten ist die Batterie, der Wechselrichter und ja, genau. Wie man sieht, es ist eine traurige Batterie. Es gibt keinen Strom. Erst ab 12 Volt. Heute Nacht ging die ziemlich leer. Wir haben gestern ein bisschen gearbeitet. Genau, das hier. Hier wohnt Marco. Das hier ist das Office. Da sind unsere Räder. Und jetzt gehen wir mal rein zum James. Tag 3 bei Marco und James im Mikulici Nature Park. Es geht jetzt dann bald weiter nach Montenegro. Und wir haben uns alle mal ein bisschen kennengelernt. Und auch über das Projekt hier und was sie so machen. Die beiden, also der Marco ist jetzt schon über 80 und als er zurückkam aus Kanada, hatte er seinen Traum, eine Steam Train, also eine Dampflok, die es hier gibt, in der Nähe, die außer Betrieb ist, wieder zum Leben zurück zu bringen. Und das ist ein ziemlich, ziemlich teures Projekt. Kostet ein paar Millionen. Sie haben schon einen Businessplan, also hier kommen immer wieder Leute durch. Wir hatten letztes Jahr über 300 Leute, die hier gewohnt haben. Manche ein paar Monate, manche nur ein paar Tage. Und da war auch ein Webdesigner dabei. Da haben sie eine Webseite gemacht. Also es ist ein Community-Projekt. Und jetzt im Moment kümmert sich der James um ein paar Investoren zu finden. Und es scheint also irgendwie ganz gut auszusehen. Es wird natürlich total toll, diese uralte Eisenbahnstrecke wieder zurück zum Leben zu bekommen. Und in dieser Gegend, wo wir hier sind, wo eigentlich die ganzen Leute einfach nur abwandern, wieder Jobs zu kreieren und ein bisschen Tourismus zu fördern, weil alles sich nur in Dubrovnik abspielt und hier halt überhaupt nicht. Und das wäre natürlich ideal, hier die kleinen Dörfer zu unterstützen und so weiter. Pause! So, wir gehen jetzt rauf zu unserem Zelt.
machen da eine Mittagspause, essen was. Und dann gehen wir noch mal ganz rauf zur Spitze vom Berg. Und dann werden wir dann ein bisschen euch die Aussicht von da oben zeigen. Wir sind schon echt gespannt, was wir da alles so zu sehen bekommen. Ich glaube, so ist am besten, oder? Gucken ja, wir mal. Stimmt. Ich nehme jetzt mal den Dicken. Ich habe es noch festgestellt, ich glaube, es gibt Rechts- und Linkshänderschläger. Ich habe keine Ahnung, mit was man schießt, schlägt. Auf jeden Fall machen die im Film immer alle so. War wohl daneben. Ich habe nicht genug so gemacht. Jo, geil. Der Schauer hat funktioniert. Volltreffer, siehst du? Das ist es. Okay. Ja, genau, so leicht kommt sie mir nicht davon. Auf geht's. Wo muss man denn hier? Ist das das, was wegfällt? Genau. Sollen wir mal erzählen, was mit den anderen 500 Golfbällen passiert ist? Ja, das... Ganz schön traurig. Hier gab es eine Menge von... Marco hat gesagt, er hat 1000 Golfbälle. Wo auch immer er sie her hat, er hat früher Golf gespielt in Kanada. Ja, und hier gibt's oder hier gab es eine Menge von Eichhörnchen. Und die Eichhörnchen haben alle Golfbälle gefunden und gebunkert. Ja, und die sind alle halt angeknabbert und die sind wohl daran zugrunde gegangen. Die hatten halt im Winter nichts zu essen. Sie dachten, oh, da liegt eine große Nuss, voll cool. Haben die dann gebunkert für den Winter, konnten die im Winter aber nicht aufessen und am nächsten Tag gab es dann ganz wenig Eichhörnchen. Die Schultern gerade und wie war das? Minigolf ist viel einfacher. Oh. Golf spielen ist was für andere Leute. Nicht für mich. Badminton ist eine Sache, die kann ich. Minigolf kann ich auch. Yo, siehst du? Ich mag nicht mehr. Welcome to the jungle. Ich habe hier meinen Sklaven hinter mir. Normalerweise wedelt er vor mir. So. Die Spinnen weben weg. Ja, mach. Schneller. Die Spinnen hier sind echt riesig. Mhm. Ganz viele Goldspinnen haben wir schon gesehen. Oh, hier. Sklave. Danke. Sogar einen Skorpion hatten wir schon in unserem Vorzelt. Ja. Einen kleinen. Wir haben es geschafft. We made it to the top. Wir sind sehr verschwitzt. Gut, dass der Dani an Wasser gedacht hat. Hier ist die Seite von Bosnien. Hier von Kroatien. Und da hinten, ganz weit da hinten, sieht man die Bucht von Kotor, also Montenegro. So, das war's. Tschüssi. Ja, hier haben wir die letzten Tage gearbeitet, haben Videomaterial für euch gesichtet, Fotos bearbeitet. Beim schönsten Wetter drinnen in dieser aber echt coolen Kabine ausgeharrt. Hier ist es etwas kühler draußen als 35 Grad. Ja. Das heißt aber auch, dass unsere Episoden durch Kroatien hier enden. Und das nächste Kapitel unserer Fahrradweltreise ist nämlich... Montenegro! Irgendwo hier drauf. Wer es noch nicht weiß, da sind wir gestartet, Deutschland. Jetzt erstmal hier entlang, die Adria entlang. Dann kommt Albanien. Dann fahren wir rüber nach Bulgarien. Dann fahren wir hoffentlich in die Türkei. Dann ist der Plan, in den Iran zu fahren. Dann hier hoch. Jedenfalls machen wir dann so. Fahren dann wohl vielleicht wieder hier runter. Hoffentlich, wenn es geht, mit dem Krieg durch Pakistan nach Indien. Durch Indien durch.
Thailand, Kambodscha, Vietnam, hoch nach China, hier entlang und dann nach Japan. Und von dort aus entweder mit dem Schiff nach Chile und das hier alles wieder hoch oder aber über Russland und Mongolei irgendwie so wieder zurück. Aber das ist so weit in der Zukunft, dass man sich jetzt darüber noch nicht mehr überlegen muss. Wir planen jetzt mal ein bisschen die Türkei und dann geht's weiter. Vor allem mit dem ganzen Corona-Zeug ist das auch nicht ganz so einfach. Es haben Grenzen zu, die offen sein sollten und so weiter. Und es haben welche, sind offen, die im Moment zu sein sollten. Und naja, wie gesagt, jetzt geht's erstmal nach Tirana, nach Albanien oder jetzt erstmal Montenegro. Und ja, Schritt für Schritt. Es ändert sich immer alles. Genau, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das freut uns echt sehr. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr es nicht schon gemacht habt, abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Das könnt ihr unten einfach draufklicken. Bling! Uns gibt es auch auf Facebook und auf Instagram. Da gibt es täglich eigentlich neue Stories. Auch kommen dann auch natürlich deutlich häufiger als YouTube-Videos. Einfach mal reinschauen und vielleicht ein Abo dalassen, wenn ihr Lust habt. Würden uns freuen. Und wir wollen uns auch ganz herzlich bei unseren Unterstützern bedanken auf patreon.com/vagabondsworld. Mit eurer Hilfe ist es nämlich erst möglich, dass wir uns die Zeit nehmen können und Videos bearbeiten können und einfach eine Pause einlegen. Machen wir richtig gerne, aber es ist halt nicht möglich, sich einfach jetzt draußen zum Beispiel hier hinzusorgen in 35 Grad und auf dem Akku im Laptop was zu machen. Wir brauchen wirklich was, wo wir sitzen können, wo wir einen Laptop abstellen können, wo wir Strom haben und dann auch vernünftige Qualität abliefern können. Das, was wir auch wollen, was uns auch Spaß macht. Aber man braucht diese Orte, wie hier im Mykonosischen Nature Park, konnten wir es zum Glück machen. Also vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns unterstützt. Und wenn auch du Lust hast, uns zu unterstützen, wenn dir unsere Videos, unsere Bilder gefallen, würden wir uns riesig freuen, wenn auch du unser neuer Patron wirst. Ja. Also in diesem Sinne, Servus, Ciao und Dovidenia. Dovidenia. Tschüss.